Willkommen zu Pro Brawl Live. Ja, das ist die erste Folge, die wir aufnehmen und ja, das ist wirklich die allererste Folge, die Pilot-Folge. Ja. Hier auf meinem Zettelchen steht jetzt, wir sollen das Wheel of Death vorstellen. Oh, hier ist es. Könntest du es nicht komplett nehmen? Nein, es ist nur eine Scheibe. Vorstellen. Also, kannst du ruhig näher dran sagen, dass sie sehen, dass da schon was draufsteht. Da stehen diverse Spiele drauf, die wir besitzen. Und auch spielen werden. Es sind meistens Duellspiele, aber es stehen auch Strategiespiele und sowas und drauf. Und Offline-Spiele. Offline-Spiele sind dann halt sowas wie Brett- oder Kartenspiele. Ich weiß zwar nicht, ob das... Ich weiß nicht, wie es ankommen wird. Wir werden es einfach ausprobieren. Ja, da sind vier Stück drauf. Und da wir ja nur zu zweit sind und wir, die Gründer, halt anwesend sind, haben wir uns gedacht, wir machen ein Duell wie Dr. Freud oder wie die heißen. Dr. Freud, Frodo und Le Floyd. Ja. Ist das ja. Dachten wir, das machen wir auch. Und es ist ja okay, dass wir das machen. Das ist ja kein Copyright oder so. Oder? Das ist stinknormal. Das ist einfach dann halt ein Duell. Ja. Und mal sehen, wie wir das machen. Wir machen dann halt ein Duell. Vielleicht zwei von Best von zwei auf Best drei. Of three. Oder three of five. Und wer das dann geschafft hat, bekommt einen Punkt für die Jahresbilanz. Und wenn wir jede Woche eins machen, dann sind es 52 und vielleicht steht es hier dann am Ende 26-26. Und dann gibt es natürlich noch ein Silvester-Special. Echt? Wenn wir jetzt anfangen würden, gibt es dann ein Silvester-Special? Jetzt nicht, aber wenn wir ein Jahr durcharbeiten. Wir können auch sowieso ein Silvester-Special machen, wenn Silvester ist. Ja. Und das kommt dann zur Jahresbilanz und am Ende gibt's halt dann den, ich will nicht goldenen Stich sagen, halt ein Stechduell. Das klingt auch nicht gut. Stechduell. Ein Duell der Entscheidung. Ein entscheidendes Duell. Also ja, Bro Brawl besteht gerade aus vier Personen, wir beide und zwei weitere Mitglieder. Wenn ihr das eine Mitglied kennt, das könnt ihr auch finden unter unserem Partnerkanal, Mr. Zelda Meister. Schaut ruhig mal bei ihm rein, der macht eigentlich ziemlich gutes Zeug, wenn er was mal macht. Ja, und das andere Mitglied, es will nicht vor die Kamera und ist hier auch gerade nicht, ist nur gerade die Gründer-Mitgliedsfolge. Ja. Und ja, damit jetzt nicht wirklich komplett langweilig wird, unterhalten wir uns noch über One Piece. Welche Teufelsfrucht wir am liebsten genommen hätten oder was für Kräfte wir sonst noch gerne hätten in One Piece. Also ich bin mir da nicht mehr sicher, welche Teufelsfrucht ich genau hätte, also nehmen wollte. Wieso? Weil es gibt ja die Teufelsfrüchte, ich glaube das sind die Logia-Früchte. Wodurch du dich in ein Tier und in einen Hybrid verwandeln kannst. Dann welche, wo du einfach nur das Element kontrollieren kannst, aber nicht dich in das verwandeln kannst. Und dann kannst du dich halt noch in das entsprechende Element verwandeln. Ja klar, das ist dann die stärkste Frucht. Ja. Ja, bloß hat dann Oda natürlich das Haki erfunden, um dagegen anzukommen. Ja. Ja, und welche Frucht hat jetzt genommen? Ganz wahrscheinlich die. Ganz unabhängig von dem Typ. Wahrscheinlich die von Trafalgar, die OP-OP-Frucht. Weil? Weil man damit einfach sehr viel manipulieren kann. Okay, ich hätte wahrscheinlich entweder Feuerfrucht genommen oder die Magmafrucht. Ja, fällt mir auf, alles Logia-Früchte. Oder was auch gut wäre, die Rauffrucht, ebenfalls Logia. Logia ist Tiere. Fuck, und was waren dann die einen ins Element kommen? Weiß ich auch nicht genau, wie die heißen.
Und was, wenn das die Logia-Früchte waren und du dich einfach nur irrst? Fuck! Wir müssten eigentlich mal in diesem One Piece-Handbuch nachgucken, was ich hab. Ja. Ja, nur mal so, also. Fuck, du müsst jetzt die Kamera bewegen, dass ich die Games zeigen kann. Ich muss jetzt erstmal wieder losschrauben. Los nach oben? Nee, will nicht. Will die nicht. Dann heb doch einfach die Kamera hoch. Moment. Achtung, technische Funktionen sind... Technical Difficulties. So. Ja. Da seht ihr einmal meine PS3 Spiele. Und die drei... Wii U Spiele. Da seht ihr den Sport nochmal. Da seht ihr ein paar PC-Spiele. Und Mangas zwischendurch. Ja, da seht ihr Mangas, Comics, ja. Also wir haben schon viel Zeug, über das wir uns unterhalten können. Da oben sieht man vielleicht noch Spiele. Und ja, das war mal der ganz schnelle Durchgang durch mein Zimmer, yeah. Und dann habt ihr da noch wunderschön meine Decke gesehen. Ja, dann drehen wir jetzt noch natürlich das Wheel of Death. Und wir werden auch mal was in Minecraft machen. Aber erstmal drehen wir das Wheel of Death. Also komm her, Zuschauer. Komm noch näher, wir beißen nicht. Jetzt guckst du da runter. Brav, Zuschauer. Jetzt ist es scharf. Und ich drehe. Frisch nochmal. Das ist ganz eindeutig Battle vs. Jazz. So, und dann spielen wir in der nächsten Folge. Das ist ein PS3-Spiel, Battle vs. Jazz. So, und das war die erste Folge von Pro Brawl Live.